Schock. Was ist denn mit dir? Seid gegrüßt und willkommen zur 18. Episode meiner The Witcher Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind hier beim Großväterchen und haben den Auftrag, ihn zur Kapelle oder zum Schrein zu bringen. Wir schauen auf die Map und ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir gehen einfach mal hier nach Norden und schauen, wie es hier aussieht. Sieht wie ein Dorf von Ziegelbrennern aus. Oh, ein Dorf von Ziegelbrennern. Vielleicht gibt es ja hier eine Kapelle in der Nähe, aber es sieht nicht so aus von der Map her. Ah, gucken wir mal. Wer bist du? Ein Reisender aus fernen Ländern. Er hat etwas verloren, das er jetzt sucht. Wie darf ich euch nennen? Vaska. Ich bin die Dorfälteste. Und die Hübscheste. Hexer. Welchem Broterwerb gehen diese Dörfler nach? Wir bauen Ton ab und stellen Ziegelsteine her. Oh. Ich sehe niemanden arbeiten. Schwere Zeiten. Sagt, was machen Hexer? Wir lösen Probleme. Wollt ihr etwas fragen? Ah, genau, wir fragen nach Berengar. Ist ein anderer Hexer namens Berengar hier gewesen? Berengar. Er hat andere Fragen gestellt. Nach dieser Alchemie. Der Alchemist Kalkstein muss ihn geschickt haben. Dann fanden wir in einer Tongrube seine blutbefleckte Ausrüstung. Danke, Vaska. Weißhaariger. Dort waren Kampfespuren und sie stammten nicht von Ungeheuern. Er wurde von Menschen angegriffen. Hütet euch vor den Feuersalamandern und Trockenen. Ich brauche euch lebendig. Hä? Wie? Habt ihr hier ein Ungeheuerproblem? Oh ja. Kreaturen haben sich in den Tongruben eingenistet. Wie sehen sie aus? Als wären sie ertrunken und auferstanden. Ertrunkene. Ich kann sie beseitigen. Wir sind arme Leute. Ich kann nicht mehr als 50 Orens zahlen. Pro Kopf? Alles klar. Das genügt. Wo sind sie? Natürlich für Geht zum Landungssteg, aber nehmt an der Gabelung die andere Straße. An deren Ende findet ihr unsere Peiniger. Ach, da, wo wir eben waren. Oder? Ich gehe erstmal gucken, was hier oben ist. Vielleicht habe ich den ja ganz schnell weggebracht. Das Großfederchen, aber das bezweifle ich irgendwie sehr stark. Alte Straße. Hi. Da brennt er. Eins. Hallo? Was ist mit ihm? Oh, da ist noch einer. Gut. Jetzt möchte ich gerne looten. Häutbare Gegenstände. Ginatzsäure, Vitriol und Nigredo. Okay. Und Äther und Albido ist im Gehirngewebe drin. Alles klar. Ach, man kann ja nicht hüpfen, aber er steigt einfach drüber. Sehr gut. Was haben wir denn hier noch? Sieht nicht so aus, als wenn es hier weitergeht. Oha, unbekanntes Kraut, ertrunkener Blattsäure. Hier ist keine Kapelle. Wir gehen mal wieder. Was labert er denn? Nicht so hastig, Jungchen. Ich bin alt. Naja. Also gehen wir dahin, wo wir hingeschickt worden sind. Zur Tongrube, damit die Leute hier wieder arbeiten können. Na, er kommt halt irgendwann hinterher. Gut. Also vermutlich ja hier lang. Was ist denn jetzt wieder?
Oh, hi. Tongruben, perfekt. Autsch. Was? Wer? Alles wird nass. Was ist mit dir? Die Götter kommen. Verschwinde. Wer stünde über den Göttern? Was soll der Blödsinn? Geh nach Hause. What the fuck? Ich will einfach nur meinen Ertrunkenen looten. Ginatsäure haben wir schon. So, war da noch einer? Diese morastigen Löcher müssen Lehmgruben sein. Ja, und hier sind überall Ertrunkene. Da kommt man fast zum Cutscene, während ich angegriffen werde. Geil. Tongruben, da arbeiten diese Irren. Die sahen ganz normal aus. Ziegelbrenner tun Fremden gegenüber immer so, als wären sie normal, verbergen ihren Glauben. Wisst ihr, dass diese Schwachköpfe Fischmenschen anbeten? Menschen glauben die seltsamsten Dinge. Aber schleimige Reptilien mit Glubschaugen anbeten. Diese Wodianoi können nicht mal sprechen. Man muss mit Hilfe von Objekten kommunizieren. Geht es etwas ausführlicher? Menschen hinterlassen auf speziellen Altären Objekte. Jedes Objekt hat eine symbolische Bedeutung und wird sinngemäß interpretiert. Die Wodianoi antworten auf dieselbe Weise. Was für Objekte? Weiß nicht. Ist mir auch egal. Da müsst ihr schon mit einem Gläubigen reden. Aber Ziegelbrenner geben sich bei potenziellen Gotteslästerern eher zugeknüpft. Diese Totenköpfe bei ihnen sind ja schon ein bisschen beängstigend. Komm ja schon. Solange die alle einzeln kommen, ist es ja richtig einfach, gegen die zu kämpfen. Mal wieder. So, gehe ich erstmal looten. Zack. Wo ist er denn wieder hin? Wow. Zack. Was haben wir hier? Okay. Was haben wir denn hier? Ertrunkene, da sind noch ein paar. Und was zum Teufel will der Hund von mir? Schon erledigt, okay. Alle down. Kommt das Kind jetzt immer mit oder was? Och Gott. Und was willst du? Ich falle mit dem Gesicht in den Staub. Die Götter kommen wie eine Sturmflut. Hey. Sie steigen empor wie Könige auf ihren Thron. Willst du eine Tracht Prügel? Ich rufe euch aus den Tiefen. Kommt. Was zum Teufel? Denn ich frage euch, wer steht über den Göttern? Ja, ähnliches dachte ich auch. Warum stehst du auf einmal hinter mir? Wow. Was haben wir denn hier noch? Weiße Myrte, Schöllkraut, verstümmelter Leichnam. Okay. Wodianoi-Altar. Na, da gehen wir mal hin. Obwohl Ungeheuer das Fleisch dieses Leichnams zerfetzt haben, ist klar, dass die tödlichen Wunden durch ein Schwert verursacht wurden. Und ein scharfes noch dazu. Wow. Und der hat sogar gespaltene Salamanderbrosche. Der Schlag, der den Banditen tötete, spaltete die Brosche. Das kann nur ein Hexerschwert getan haben. Nehmen wir mit. Unbekannter Trank. Nehmen wir auch mal mit. Berengar ist tot. Ich werde Wesimir bei unserer nächsten Treffen eine traurige Nachricht verkünden müssen. Ja.
Ich folgte der Spur aus Salamanderleichen und fand den Ort, an dem Berengar sein letztes Gefecht hatte. Wie es scheint, hat er sein Leben teuer verkauft. Wenn ich Wesemir erneut treffe, werde ich ihm von dem Tod eines weiteren Mitglieds unserer Kaste berichten müssen. Dam, dam, dam. Die Pilgerfahrt? Ja, zum Elite. Blablabla Schrein. Achso, hier war ja auch dieser Altar. Achso, hier könnte ich was reinlegen. Also muss ich wieder mit den Typen da reden. Gehen wir doch mal zurück. Und holen unsere 50 Orens ab. Und fragen sie natürlich weiter aus. Natürlich sind wir ja voll die gottesfürchtigen Gläubigen hier. Damit sie mit uns reden. Wo ist die Dame denn jetzt hier? Da. Wollt ihr etwas fragen? Ich habe die Ertrunkenen getötet. Ihr seid uns gnädig gewesen. Doch ich täuschte euch. Alter! Ich kann euch kein Geld bieten. Doch ihr könnt nicht ohne Belohnung gehen. Nehmt dieses Amulett. Das ist Kesat. Das Symbol der Gnade. In Ordnung. Seid gesegnet. Jetzt können wir die Ankunft der Götter vorbereiten. What? Wer sind diese Götter? Wir beten sie an und empfangen die Gnade derer, die aus den ewigen Tiefen kommen. Mir fällt dabei nur das Fischvolk ein. Die Vodjanoi. Wie könnt ihr es wagen? Die Götter nehmen Anstoß an diesen Namen. Kommt später wieder. Was ist eine blöde Kuh? Wächst und braucht Ziegelsteine. In der Nähe hausen einige hinterlistige, skrupellose Holzfäller. Sie werden von einem Zwerg angeführt. Wäre es, wenn ihr hier sesshaft würdet? Wir könnten einen Krieger zu unserem Schutz gebrauchen. Alter, ihr seid Tausende. Naja, Hunderte. Dutzende. Aber die gehen jetzt wieder arbeiten, oder was? Hä? Wo kommen die alle her? Okay, wir bringen Großfederchen mal weiter. So. Armes Mädchen. Die geht nicht ernsthaft nicht auf der Straße. Wow. Geht doch einfach direkt über den Weg hier zu diesen. Ist da wieder einer? Nö, Schöllkraut. Nehmen wir das mal mit. Na, sind die verstümmelt leicht. Der kleine Junge steht immer noch da. Überreste. Die hatte ich doch bestimmt schon, oder? Da komme ich nicht rein. Doch, von hier. Das ist langweilig. Du bist langweilig. Leichengift. Okay, nehmen wir mit. Oh, steh mir nicht im Weg. Es geht doch nichts über Fleisch. Okay. So, da war dieser Altar. Den gehen wir hier hin. Sind wir hier noch richtig? Ja, ich denke schon. Pfad durch den Ofak. Ich muss mal weg, wenn diese Pflanze da ist. Die macht mir zu viel Schaden. Dann soll ich doch einen Trank nehmen, wenn ich den einen hätte. Ich habe doch bestimmt noch einen. Katze, Katze. Schneesturm. Oh, wie hieß denn der nochmal und wie sieht er aus? Jedes Mal. Salpeter, Feuerstein. Zutaten, Leichengift. Nee, hier werde ich nichts finden. Warum habe ich denn zweimal Katze aus? Kann doch nicht sein. Feuerstein. Alkohol. Noch mehr Alkohol. Unbekannter Trank. Weiße Hund. Schwalbe. Schwert raus. Knie drin, dann auf zur Pflanze. Wo war die Pflanze? Hier. Genug. Und das Federchen rennt wieder weg. Arche-Spor-Kopf-Trophäe. Oh, cool. Und Sporen mit Äther drin. Ja, geil. Oh. Wer ist Vincent?
Ich wusste gar nicht, dass ich so einen Quest habe. Und wieder Ertrunkene, nehme ich an. Wir versuchen es mal hier mit, wie heißt das hier, Art? Oh, das geht auch, cool. Tschak. Oh, schade, schon beide umgekippt, die noch überlebten von denen. Was ist das denn? Zunge eines ertrunkenen Toten mit Äther, Nigredo und Ginazsäure. Und ein Hirn. Ja, die Sachen nehmen wir auch gerne mit. Komm raus. Vielleicht soll ich den Kampfstil mal wieder ändern. Ertrunkene Tote ist aber irgendwie gerade besser gewesen als die anderen. Los, lass dich looten. Wieder eine Zunge. So, wo kommen wir denn jetzt her? Hier lang. Haben wir irgendwas in der Nähe? Krähenauge, Oth, Obelisk, gehen wir mal gucken. Und Ertrunkene und Blutsäure. Was ist denn mit dir? Geht doch. Tschak. Das war's jetzt, oder was? Geht doch. So, wieder die Zunge und so. Wo sind jetzt hier die Überreste? Alle da hinten? Ah, doch nicht so weit wie gedacht. Die Sachen haben wir auch schon mal gehabt. Die auch. Und hier ist noch einer. Was war denn jetzt hier für ein Blattsäure? Oh, sieht aus wie so ein, was auch immer, Pinguin? Was ist denn das hier für ein Obelisk? Obelisk scheint uralt zu sein. Leider kann... Drei Inseln. Okay. So nennt man diesen Ort. Hier gedeiht eine Pflanze namens Schöllkraut. Wisst ihr viel über Kräuter? Ich bin kein Kräuterkundler, aber ich habe viel gelesen in meiner Jugend. Zum Beispiel, dass zwei Dosen Schöllkraut kombiniert mit Mäzenersalz eine Bombe ergeben, die magische Furcht auslöst. Hm. Nützlich. Es gibt Scharen von Bloid-Zuigern im Sumpf. Wenn ihr zwei Dosen ihres Blutes bekommen könnt, mischt sie mit Monstrositäten, Lymphe und Echinopsporen. Das ergibt einen Trank, den die Druiden Mariborwald nennen. Kennt ihr noch andere Kräuterrezepte? Verdammtes Alter, vielleicht erinnere ich mich später. Das Ding im Hintergrund, nicht gut. Ich laufe lieber erstmal, weil ich weiß nicht, was das für ein Tier ist. Ah, vielleicht könnten wir es ja um... Genug. Reicht. Wow. Okay. Das ließ sich wohl betäuben. Wo ist denn das jetzt? Oh, ich hatte auch das falsche Schwert draus. Wo sind jetzt die Überreste? Hm. Interessant. Genug, reicht. Looten. So, Krähenauge. Eine chemistische Zutat enthält Vitriol und Nigredo. Okay. Wo ist denn der jetzt da? Wo ist eigentlich dein Hund hin? Sieh doch nichts über Fleisch. Ja. Oh, sind wir schon bald da? Schrein der Militäle. Na dann.
könnt ihr euch ja darauf freuen, wenn wir in der nächsten Episode dort sind, denn die heutige ist für jetzt vorbei. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um die nächste Folge nicht zu verpassen, dürft ihr auch meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.